Und herzlich willkommen zurück zu The Wild Eight. Ja, ich bin ja beim letzten Mal gestorben da oben, weil ich gegen dieses Viech nicht ankam, mit dem Eber. Der hatte ich im Nacken und dann kam mir dieser Wolf von vorne und der hatte mich ja gecatcht. Jetzt haben wir ein Problem, es wird jetzt Nacht. Jetzt habe ich zwei Optionen. Ich kann mich jetzt beeilen, da oben hinlaufen, meine Sachen holen. Was natürlich das Einfachste wäre. Um da wirklich schnell hinzukommen. Aber da sehen wir auch, das ist da oben irgendwo das Lagerfeuer. Das könnte natürlich jetzt für den Winter jetzt echt schwer werden. Besonders, dass wir Wölfe haben. Wir wurden viel gecatcht. Packen natürlich jetzt noch ein paar Pilze ein. Ich versuche hier irgendwie ein bisschen durchzukommen. Die Eber lassen wir ganz in Ruhe. Da will ich mit nichts zu tun haben. Das können wir mitnehmen. Jetzt gucken, dass ich da ein bisschen hochkomme. Upp. Wo bin ich denn lang gelaufen, ey? Da könnte die milde Pony sein. Ich laufe jetzt einfach ganz schräg durch. Verlieren können wir eh nicht. Wer's haben wir nur Glück? Ich muss ein bisschen rüber, ne? Oh. Jetzt haben wir noch Glück. Gleich nicht mehr. Gleich können die Wölfe austreten. Muss den noch hoch. Natürlich uns arschkalt. Aber die Mobilität, die steigert. Aua. Ausgewichen. Geh weg. Aua. Hör doch auf. Hör doch, Alter. Ach, Mann, ey. Okay, wir können da nicht durchlaufen. Müssen wir einen Zwischenstopp beim Bunker machen. Das ist mies, ey. Warum können wir da nicht eiskalt? Das wäre am einfachsten. Eiskalt hin. Aber ich meine eigentlich nur von hier hoch, ne? Ja. Von hier nur gerade. Ich muss dahin unbedingt. Ich will meine Sachen wieder haben. Das wäre einfach so. Wir haben noch einen Riegel dabei, also kommen wir eigentlich ganz gut mit hin. Leben 100 ist, glaube ich, nur ein Bug, dass das jetzt rot ist. Und gerade eben. Ah, dass die Wölfe so ein. An so einen rankommen so schnell. Okay. Bin gerade auch ein bisschen erstaunt, dass man einfach so rüberlaufen kann. Also jetzt ein bisschen so anderen Weg zu gehen. Dann eventuell. So ein Campfire von mir. Immer laufen, mein Freund, immer laufen. Ich muss danach mich wehren können. Definitiv. Gegen die. Und dann eigentlich, dass man das Eis nicht so knackt oder so. Wenn man da drüber geht. Der Weg ist schon richtig. Nichtsdestotrotz nehmen wir natürlich auch Pilze mit. Weil wir gleich übelst viele davon haben. Wenn ich gleich Hunger habe, wenn ich da ankomme. Okay, jetzt kommen wir gleich schon mal da an. Jetzt hoffen wir, dass wir hier sind, war schon mal gut. Hier kommen wir ohne Probleme durch. Jetzt müssen wir gucken, wo unsere Stelle war, wo wir getötet worden sind. Pilze. Nein. Nein. Muss gleich irgendwann kommen. Da.
an. Das Menschenfleisch, nö. Also, was habe ich denn jetzt hier übertrieben? Noch viel mit? Heilsalbe. Noch Fleisch hier. Wird das denn voll geworfen? So wie fand ich alles klar. Also erstmal kurz abgewehrt hier. Ich muss gucken, wo die Deponie ist. Die ist da unten, glaube ich mal. Da machen wir auch nächstes Lager. Oh, ich kann mir leider laufen. Puh. Okay, die Steine müssen wir so werfen, alles klar. Wolf, ey, geh da weg. Hier nicht. Ja, aber hier können wir uns eindecken. Geh weg, geh weg. Ah, tschüss. Ja, ich beeil mich. Weiß, dass sie kalt wird, mein Freund. Wir haben noch keine Knochen bekommen, aber heilsam können wir uns. Aber wir haben kein Holz mehr. Voll alles. wir haben keinen Platz mehr dafür. So, jetzt ist meine Steinaxt. Die brauchen wir. Steinaxt. Ja. Zum Beispiel erstmal Holz. Kann man die nicht upgraden hier noch? Ne, dafür brauchen wir so viel Holz, ne? Ja. Das ist jetzt noch roh. Salben. So, das rohe Fleisch braten. Das ist ein bisschen sammeln. Ach, weiche Wolf. So. Rein mit dir. Natürlich auch voll. Schmeißen wir eben kurz dahin. Ich will eben das, die Werkbank upgraden. Da können wir noch eins. Unsere Geschwindigkeit können wir noch machen. Perfekt. Upgrade. Viel zu viel Essen mit, ey. Aber was soll nicht unser Problem sein? Die Schuhe gehen gleich auch kaputt anscheinend. Wir sammeln jetzt erstmal nochmal voll. Oh, die gehen auch noch kaputt. Schuhe kaputt gegangen. Fertigen. So, Holz auffüllen. Steine auffüllen.
mal ein bisschen auffüllen hier. Nur wenn du von beiden nicht 80 hast, zumindest im Inventar, na, kriegst du echt Probleme. So, da sind wir voll. Jetzt hauen wir einmal nochmal hier mit zu. Zack, auch voll sozusagen. Die können wir mitnehmen und essen. Hier haben wir noch Pilze, hier haben wir noch halt. Ja, die sind auch voll. Dann nehme ich lieber nur eine Heilsalbe mit. So. Einpacken. Wir bräuchten hier unten ein bisschen mehr. Wir bräuchten Sammeln, bräuchten wir mehr einpacken. Die packen wir uns dahin, die packen wir uns dahin. Pilz haben wir voll. Auf jeden Fall, da haben wir genug. Da brauche ich die nächste Zeit nichts machen. Ich muss jetzt Strom auf den Mülldupper nie kriegen. Da ist natürlich Ende Gelände. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir vielleicht da unten weiterkommen. Wenn da kein Strom drauf ist. Erz. Oh, Erz ist ganz gut. Wenn wir das unterwegs finden, ist natürlich nice. Ich habe meinen Hammer noch ausgerüstet. Die Rüstung aus 22 verliert die beim Laufen was, aber die Schuhe verlieren beim Laufen was. Das ist okay. Kommst du diesmal? Nee. Diesmal nicht. Komm her. Und tschüss. Vergiss es. Ist da oben was? Man kann da hochlaufen. Aber anscheinend ist das nicht so okay. Oder doch? Hm, komisch. Ah, wo müssen sie denn lang? Müssen nach unten. Lagerfeuer, da ist es. Weicht der andere auch? Boah. Perfekt. Glück gehabt, wir gehen weiter. Wir müssen da unten irgendwo lang. Wir sollten ja unser Lager irgendwo aufschlagen. Wir haben wieder einen Platz frei. Ein kleiner Sausack, ne? Hier, wenn ich da reinkomme, dann habe ich. Shit. Oh, das ist noch ein Hirsch, okay. Ich kann es nicht aufstellen, aber ich kann es hier vorne aufstellen. Jetzt wird es wieder ein bisschen anstrengend gerade. Gucken, was wir hier drin finden. Konserven. Konserven. Ich stelle mal gerade so einen Stock her. Irgendwas haben wir denn noch? Konserven. Gurkensamen. Oh mein Gott, ein Generator und einen zweiten. Das ist schon mal perfekt. Was ist das? Motorradhelm? Oh, gut. Wir haben zu viel Essen mit. Wir können nicht noch mehr Essen mitnehmen. Das geht nicht. Wenn die jetzt auch noch brate, dann wird es natürlich auch noch viel.
Ich brauche eine Steinaxt, brauche ich noch. Ja, das wird absolut zu viel. Wir könnten eventuell eine Truhe aufbauen und lagermäßig welche hinpacken hier. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es da was hilft. Ich würde auch gerne schlafen. Wir brauchen Sammeln, definitiv mehr. Sammeln ist das Wichtigste gerade hier ein bisschen so. Gurkensamt freue ich mich extrem drüber. Wir brauchen natürlich jetzt übelst viel Platz. Also ein. Ja, wir brauchen einen Platz, aber wir brauchen dafür auch wieder einen Slot. Gut, die Fackel geht ja weg, das ist da auch wieder ein Slot frei. Wir machen das mal so, dann nehmen wir diesen Slot auf hier. Dann habe ich was zum Essen noch. Meine Energie hoch. Steigt ein bisschen. Perfekt. Kann man nur perfekt sagen. Er bräuchte einen neuen Panzer. Okay, wachen einfach auf. Nein, hab hier. Johnny. Packen noch Pilze drauf. Ah, können wir natürlich nicht. Das Ding hier noch in der Nähe war das Feuer. Müssen wir mal auffüllen. Holz ist schwach. Tschüss, kleine Fackel. Oder hätten wir noch so ein Ding für so ein 20 verschwinden gleich. Mit 20 auffüllen. Die Fackel ist für uns uninteressant. Aber die Rüstung nicht. Warum? Ach so. Tauschen die Steine schon mal gegen Futter aus. Schmeißen die dahin. Machen wir fix eine Holzrüstung. Ziehen die an, nehmen definitiv hier die Gurken, sagen wir mit. Absolut. Packen uns da hinten, dann tun wir einpacken. Einpacken. Schneesturm. Schneesturm ist kacke. Dann machen wir uns nichts vor. Ein Schneesturm ist absolut mies. Ja, wo soll die Müldebunny sein? Der kann doch wirklich nur da oben sein. Dann. Ja, noch rohes Fleisch rumliegen. Was ich wohin damit, keine Ahnung. Wir könnten jetzt zum Bunker zurückgehen und das Zeug da reinschmeißen. Bunker, ja. Wir müssen ja noch den Schlüssel finden. Ich laufe jetzt mal da hoch. Ich wüsste jetzt gern, was da oben ist. Jetzt ein bisschen Holz mit. Aber wir machen das Holz auf jeden Fall voll. Ja.
Obsidian Base Basie. Oh, der hat auch noch genug hat er noch. Tschüss, mein Freund. Wir bluten nicht perfekt. Darüber. Dass sie die Blutungschance runter machen, ist auf jeden Fall ganz, ganz gut. Weiche. Okay, wir müssen hier vorne. Hier vorne ist eigentlich ganz gut. Erzähl mir bitte mal.